Moin Moin und willkommen zurück zu Kirby. Ja, Part 3 und wir versuchen das ganze Spiel zu komplementieren mit einem super 100%. So, wir gehen einfach mal wieder direkt zu den Levels. Hier bauen die kleinen Water Dees oder wie die alle heißen, bauen die so kleine, uns eine kleine Welt wieder auf. Brauchen wir aber im Moment noch nicht so viel drauf zu gucken, weil so viel ist da noch nicht. Erstmal gehen wir hier rein. So, ich glaube, es geht auch jetzt darum, dass wir den Boss in dieser Welt bekämpfen. Meine ich zumindest. So. Die haben wir schon. Da fehlt uns noch ein bisschen was, um alles vollständig zu machen. Aber den lassen wir noch mal kurz. Wir gehen erstmal hier hin. Schließ den Abschnitt ab. Mach mal. Interessiert mich ein bisschen mehr gerade, nochmal diesen Affen zu machen. Nur mal zu gucken. Aber die 100% machen wir auf jeden Fall. Es geht auf jeden Fall nochmal zurück in das andere Level. Könnt ihr ausgehen. Aber es gibt ja wie bei ganz viele Bananen. Und wie ihr wisst, ich weiß nicht, ob ihr die Demo gespielt habt, aber dann wisst ihr ja schon, was passiert. Ich bin ein Schwertmensch. So, wenn wir hier reingehen, kommen wir direkt zum Affen. Aber ich wollte mal gucken, ob hier drüben noch irgendwas ist. Also bei der Demo, ich habe erzählt einfach, dass der Gorilla ist, gegen den wir kämpfen. Man sieht dann diesen Beben auch. Aber es ist auch keine große Neuigkeit, denn wer die Demo gespielt hat, der weiß, okay, es gibt anscheinend nur das Äffchen hier. Nichts anderes. Keine Geheimnisse, nichts. Kann ich mir das fast gar nicht vorstellen. Huch. Ah, ich kann Aufnahmen machen, so. Aber nicht schade. Schließ den Abschnitt ab. Also, ich kann auch nicht sehen, was es da gibt an Bonussachen. Wird gleich mal gucken. Man weiß es nicht. Dann gehen wir mal rein und besorgen uns den Gorilla. Da ist er schon, wie ihr seht. Oh, hat uns schon erkannt. Dann wollen wir mal. Bizeps Bestie Gorillos. Was für Gorillas. Ah, die. Richtig schwer ist er nicht. Aber wahrscheinlich hätte ich keine Energie verlieren sollen oder irgendwas, gleich um die 100% zu bekommen. Das anders kann ich mir gar nicht vorstellen. Besiegen wir innerhalb von 2 Minuten. Das haben wir geschafft. Abschnitt. Okay. Da gibt es noch andere Sachen. Was ist das denn? Besiegen Gorillas mit dem Spezial-Power-Schwert. Okay, können wir jetzt noch gar nicht machen, denn das, die Fähigkeiten haben wir ja noch gar nicht. Ich glaube, man kann sich irgendwann kann man seine Sachen stärker machen. Aber das geht ja noch gar nicht.
Das heißt, wir müssen auf jeden Fall bei ein paar Level zurückgehen wieder, um das zu schaffen mit 100%. Was soweit ja auch nicht schlimm ist, kann man ja machen. Oh, wir gehen mal in die Wattelie-Stadt. Da ist auch schon was Neues dazugekommen. Ein Kaugummi-Automat. Der Überraschungsautomat Serie 1 ist ab sofort verfügbar. Dreh den Knauf und erhalte eine Figur. Viel Spaß. Gut, was ist das? Der Waffenladen, endlich. Wurde eröffnet. Dort kannst du deine Spezialpower noch viel stärker machen. Machen wir. Na, sollte vielleicht mal reingehen. Willkommen im Waddledees Waffenladen. Ich arbeite hier mit allen möglichen Arten von Spezialpower. Eine kleine Leidenschaft von mir. Jeder von dir entdeckte Spezialpower steht dir anschließend hier in meinem Laden zur Verfügung. Schau also ruhig öfter vorbei. Oh, bevor ich es vergesse, ich kann dir auch dabei helfen, Spezialpower zu entwickeln und so viel stärker zu machen. Diese Blaupause enthält einige unglaubliche Techniken. Lass uns doch gleich mal ausprobieren. Klar. Vielen Dank, du kannst den Chambam-Bumerang weiterentwickeln. Vielen Dank, du kannst den Vulkanfeuer weiterentwickeln. Stell dich vor den Spezialbau und du entwickelst es weiter. Ich würde eigentlich viel lieber das Ding weiterentwickeln, naja. Feuer? Und ich würde mal so ein benötigst du Sternmünzen und seltene Steine. Steine findest du an den Straßen der Schätze. Ja, die haben wir ja schon gefunden. Okay. Oh, hat uns bestimmt was gegeben, der nette Mann. Entwickeln. Cool wäre. Das ist schon wieder lustig. Jetzt bin ich im Vulkanfeuer. Geschafft! Das hat ja wunderbar geklappt. Die Spezialpowerfeuer hat sich zu Vulkanfeuer entwickelt. Falls du noch mehr Blaupausen findest, bring sie ruhig vorbei. Ich helfe dir dann dabei, deine Spezialpower noch weiterzuentwickeln. Da habe ich auch keine Blaupause für, okay. Ah, okay. Gut zu wissen. Ist nicht hier noch irgendwas? Nö. Doch, da ist so ein Igel und so ein... Was ist hier? Herr Sandsack. Herr Sandsack, wie gefällt dir meine neue Power? Hast du irgendwas von Herrn Sandsack besiegt? Das will ich jetzt wissen. Okay, kommt ein neuer Sandsack. Gut. Ja, brauchen wir nicht so viel machen hier. Okay. Wenn du deine Entdeckungstour fortsetzen willst, springe auf den Warpstern. Ja, machen wir mal, ne? Okay. Ah, jetzt entdecken wir das Land natürlich. Du hast den Boss besiegt und ein neues Gebiet freigeschaltet. Einsamer Strand. Okay, bevor wir den einsamen Strand machen, will ich mal die Sachen hier an den Seiten erkunden nochmal. Wir haben hier Entdeckerschatz, den haben wir schon gemacht, 2 Sterne. Feuerschatz, haben wir nur 1 Stern, warum? Weiß ich nicht, warum. Wo war der Schatz? Drüben war auch noch einer, den holen wir uns mal. Testen wir mal. Triple Strike, Schalter im Visier. 30 Sekunden ist das Ziel, okay.
Schauen wir doch mal, was da gibt. Triple Strike, Schalter im Visier. Okay. Achso. Mal neu starten, glaube ich. Yes, weil ich glaube, das schaffen wir sonst nicht so, wie ich das vorgehabt habe. Sekunden schaffen wir, glaube ich, nicht. Drei Sekunden haben wir nicht ganz geschafft, aber es müsste machbar sein, ne? Haben wir 9 Sterne bekommen. Die müssen wir auf jeden Fall noch schaffen in einer besseren Zeit. Aber das machen wir danach nochmal. Ich gehe erstmal hier rüber. Eis, 40 Sekunden, okay. Schauen wir da nochmal rein. Straße der Schätze, frostiges Feuer, Schlitten auf Eis. Niemals in der Zeit, wie ich es gerade vorher bin. Okay, was war die Zeit da nochmal? Was sollen wir da machen? 46, brauchen 40 Sekunden, das schaffen wir da. Machen wir nochmal. Oder? Das ist machbar. Muss ich nochmal probieren. Tut mir leid. Ich glaube, das ist machbar. So. So, jetzt haben wir es geschafft. Das ist doch nicht so schwer, oder? Okay, es gibt nur 50% mehr. Es gibt jetzt nicht einen Stern mehr oder so, ne? Das ist auch Schnuppe. Okay. Aber wenn wir das, dann kriegen wir den noch. Dann können wir den auch nochmal in der Zeit schaffen, oder? Will ich dann zumindest. Wir probieren es mal.
geschafft? Ich glaube schon, ne? Ja. Gut. Super. Perfekt. Entdeckerschatz, das ist der Schwierigkeitsgrad, ne? Den probieren wir auch nochmal. Feuerfreie Ziele in der Ferne. Gucken wir nochmal, ob wir das hinkriegen. Feuerfreie Ziele in der Ferne. Der Schwierigkeit sind 3 Sterne. Oh. Das testen wir, machen wir gleich nochmal. Gut. Mann, ihr nervt. Okay. Die Zeit ist wohl nicht so super. Okay, die Zeit ist richtig beschissen. Aber das war auch das erste Mal probiert. Da muss man schon relativ zügig sein. 14 Sekunden zu viel, ja. Aber das könnte man schaffen. Gut. Wir brauchen ein paar Blaupausen. Die haben wir leider noch nicht gefunden. Macht ja aber nichts. So. Und hier machen wir direkt weiter. Lass uns den einsamen Stand mal angehen. Ja. Okay. Sieht schon wieder ganz besonders aus hier. Geheimnisse hier noch sind. Oh, ups. Na, die Nuss, die sieht so aus, wie wir kaputt machen müssen. Knacke 3 Klopfklopfnüsse, siehst du? Auch irgendwas hier? Wahrscheinlich. Wir holen uns das Ding nach oben drüber.
Okay, ich dachte, man könnte irgendwas machen da drin, aber kann man anscheinend nicht. Da, komm mal raus da. Das probieren wir lieber nicht nochmal. Ärgerlich. Alter. Okay. War ein bisschen zu zackhaft da. Oh, warte. Den Hammer würde ich gerne haben. Cool, den Donkey Kong Hammer. Siehst du? Ja, das macht schon Sinn. Oh, da sitzt ein Typ davon. Ah, da kommt er. Ah, komm her. Halt, da ist ein grüner. Oh, da können wir draufhauen, sehe ich jetzt schon. Und da ist auf jeden Fall ein grüner Dings. Gut. Aha. Perfekt. Und der erste? Ja. Super. Eine Nuss, eine Kokosnuss hier irgendwo. Ist hier keine mehr? Ach, guck mal. Zerstöre die Sandskulptur. Ach, guck mal, es war auch ein Gimmick, okay. Was fehlt noch mit einer Kokosnuss? Haben wir noch eine Kokosnuss? Nee. Guck mal, ob ich irgendwann übersehen habe. Oh, vielleicht kommt da noch einer. Mal gucken. Auch direkt, hätten auch direkt wieder den Hammer bekommen können. Wo ist ein Strudel? Dann vorbei, ohne dass wir in die Schule reinkommen. Oh, der bewegt sich sogar schon. Da ist irgendwas. Schläft einer. Oh. Ah, ein Geheimgang. Ich habe mir gerade das Mikrofon im Mund geklatscht. Das war auch nicht so clever. Na gut. Ja. Na, was ist hier da? Ah, okay. Schnell! Bitte nicht. Kann man es nochmal probieren? Das wäre jetzt sau ärgerlich, wenn ich den jetzt deswegen jetzt bekommen habe. Kann man nochmal hier? Ja, okay, kann man nochmal machen. Gut. Bin ich einmal zu doof gesprungen. Und jetzt nochmal. Das wäre bloß blöde gewesen, weil ich gerade auch auf dem Weg dahin gerannt bin. Das
Wenn man zweimal drauf drückt, fliegt man ja sofort. Und dieses Fliegen ist aber so träge langsam. Noch eine Kokosnuss hier irgendwie. Das ist ja auch nicht, ne? Grün. Auch nicht. Hier fehlt noch eine blöde Kokosnuss. Oder Klopfklopfnuss, oder wie die heißen. Ich hab's keine mehr gesehen, leider. Haha, verfolgt die Trüffel auf dem Dach, das war mir schon irgendwie klar, dass man sowas machen konnte. Na gut. Mit den Affen. Halt. Wir haben alles geschafft, ne? Kommen wir zum Ziegel. Perfekt. Das war ein gutes Level. Wir haben alles geschafft. Besser geht's nicht. Super. Da haben wir ein paar Sachen bekommen. Chili. Kultur, gefangene Waddledees. Und Action. Sauber. Gut, vielen Dank fürs Zuschauen. Freue mich auf morgen und bis dahin. Tschüss, alle Neune.